Schön, dass du wieder zurück bist auf meinem YouTube-Channel. Heute zeige ich dir mein allererstes Unboxing und zwar von der Müller Lookbox. Vorab bitte wundere dich nicht, wieso, weshalb, warum hier oben in der Ecke Werbung steht. Das ist einfach nur eine kleine Absicherung für mich, da ich gleich Marken erwähnen werde. Also das Video ist keinesfalls gesponsert oder. Falls du dich jetzt fragst, was ist die Müller Lookbox eigentlich? Das ist total simpel. Das Ganze geht wirklich super, super easy. Du musst halt einfach nur Glück haben. Ich erfahre von dieser Aktion immer dank der Müller Facebook-Page. Dort wird ein Link gepostet. Du hast 24 Stunden Zeit, um dich zu registrieren. Klickst auf diesen Link, gibst deine Daten ein, gibst die Wunschfiliale deiner Wahl an und dann erhältst du erneut eine E-Mail, wo du auf einen Link klickst. Sozusagen schließt du damit die Registrierung ab und dann heißt es eigentlich nur noch warten. Danach erhältst du innerhalb von ein paar Tagen eine E-Mail, ob du gewonnen hast oder nicht. Falls du Glück hattest, läuft das Ganze wie folgt ab. In der E-Mail befindet sich ein Code. Du musst diese E-Mail ausgedruckt oder auf deinem Smartphone mitbringen, damit du die vorzeigen kannst. Dann fährst du zu dem Müller deiner Wahl. Kleiner Tipp von mir, ich rufe persönlich immer dort vor Ort an und frage, ob meine Box schon hinterlegt ist. Da ich schon einmal den Struggle damit hatte, dass die Boxen irgendwie an eine andere Filiale geliefert worden sind. Aber ja, man lernt aus seinen Fehlern und beziehungsweise aus den Fehlern von anderen. Und so mache ich das immer. Also kleiner Tipp von mir an dich. Und dann im Endeffekt, wenn du in dem Müller deiner Wahl bist, also in deiner Wunschfiliale und gewonnen hast, zeigst du diese E-Mail vor. Da ist halt wie gesagt dieser Code drin. Du bekommst eine Liste vorgelegt, wo dein Name draufsteht. Deshalb musst du dich auch ausweisen, was ich persönlich super finde, denn somit kann dir kein anderer die Box wegschnappen. Dann lässt du eine Unterschrift da, erhältst deine Box, gehst zur Kasse, bezahlst einmal 5 Euro, die du definitiv raus hast, dadurch, dass die Box immer einen höheren Wert hat. Und das war's dann auch schon. Ist dieses Packaging nicht unfassbar schön? Ich finde das super, super schön gestaltet mit diesen verschiedenen Federn. Generell muss ich sagen, dass die Boxen immer optisch definitiv was hermachen. Und jetzt zeige ich dir erstmal den kompletten Inhalt. Diese Box steht unter dem Motto Summer Dreaming. Und ja, daran erkennst du, dass im Endeffekt jede Box ein bestimmtes Motto hat. Ich hatte mittlerweile hintereinander schon dreimal Glück und habe gewonnen. Einmal letztes Jahr an meinem Geburtstag, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, hatte ich das Glück und habe eine Box gewonnen mit dem Motto, ja, For Men, die habe ich dann meinem Papa geschenkt. Und die letzte, also die erste für dieses Jahr, war eine Fit for Beauty Box. Auch die habe ich gewonnen, habe mich sehr darüber gefreut. Wobei ich sagen muss, dass mich dieser Inhalt hier definitiv mehr anspricht. Vorab bei mir wird es nicht diesen Oha-Wow-Effekt geben, wenn ich dir jetzt die Produkte zeige. Da ich die Box schon ein paar Wochen hier zu Hause liegen habe und auch mittlerweile weiß, was drin ist, ein kleiner Tipp von mir an dich, ein erneuter Tipp: Schau definitiv nicht auf Insta oder Facebook nach, falls du nicht wissen möchtest, was in der Box ist, denn dort gibt es die ein oder andere Person, die Produkttest macht, etc. Und da die Produkte vorstellt. Ich weiß, es ist schwierig, weil man gerne den Inhalt wissen möchte, aber es ist trotzdem schöner, wenn man die Box öffnet und den Inhalt vorher noch nicht kannte. Ich packe dir unten in die Infobox definitiv alle Produkte. Dieses kleine Prospekt habe ich dir ja eben schon gezeigt. Auf jeden Fall sind dort drin immer die Produkte aufgelistet. In jeder Box gibt es eine gewisse Anzahl von Produkten und auch ein paar Überraschungspröbchen sind mit dabei. Am Ende kann man das Ganze noch über einen Link bewerten, was ich persönlich auch immer mache, weil why not? Und hier oben in der Ecke steht immer drin, wie viel denn jetzt der Gesamtwert dieser Box ist. Und wir erinnern uns, ich habe dir eben erzählt, ich habe 5 Euro bezahlt, beziehungsweise man muss immer 5 Euro für den kompletten Inhalt zahlen. Und diese Box hat einen Gesamtwert von über 26 Euro. Dann beginnen wir doch mal mit den zwei Produktprübchen. Einmal haben wir hier von Diesel Spirit of the Brave. Ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ist das das Parfüm von Neymar Junior, von diesem Fußballer.
Ich glaube, irgendwie so etwas in Erinnerung zu haben. Und als zweite Parfümprobe haben wir von, jetzt kommt die Frage aller Fragen, heißt es Moschino oder Moschino? Ich glaube, die meisten sagen Moschino und das heißt auch, glaube ich, Moschino. Ich bin mir aber nicht sicher. Und zwar haben wir dort die Probe Toy 2. Sieht super, super süß aus, dieser kleine Teddybär. Riecht auch ganz angenehm. Und ja, weiter geht's. Dann legen wir mit dem ersten Produkt los. Und zwar ist das ein Rasierer. Ich kenne die Marke Miss Soleil nicht. Miss Soleil Sensitive ist ein Dreiklingenrasierer und ja, kann man, glaube ich, immer gebrauchen. Wenn wir schon mal beim Thema Haare sind, 8 Kaltwachsstreifen von Veet. Probiergröße inklusive 2 Pflegetücher. Finde ich cool, finde ich auch cool gestaltet mit den ganzen. Ja, jetzt geht's los. Eine Ananas, 2 Ananas oder 2 Ananasse. Ich glaube 2 Ananas, oder? Auf jeden Fall bis zu 28 Tage glatte Haut, greift sogar kürzeste Haare ab 1,5 mm. Auch damit kann man nichts verkehrt machen und gerade für den Sommer. Das perfekte Produkt. Weiter geht's. Ein Produkt von der Müller Eigenmarke. Sagt mir so an sich auch nichts. Aveo noch nie gehört. Auf jeden Fall ist das ein Haarspray für feines Haar, was ja für mein Haar dementsprechend perfekt geeignet wäre. Extra stark in der Stufe 3. Push-up-Effekt, sichtbar, mehr Haarfülle mit Vitaminformel. 24 Stunden alt. Werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren, denn es hört sich an sich vielversprechend an und wenn es wirkt, ist es definitiv der Shit. Dann haben wir hier ein Duschgel und oh mein Gott. Schade, dass man auf YouTube noch nicht riechen kann, obwohl in manchen Fällen war es wahrscheinlich nicht so angebracht. Dieser Geruch, es riecht so unfassbar lecker. Es riecht einfach 1:1 wie Gummibärchen. Und zwar ist das die Variante Pineapple and Lemon. Vegan für alle, die es interessiert. Und ja, 250 Milliliter. Sehr erfrischend, würde ich mal behaupten. Freue ich mich drauf, anzuwenden und zu testen. Generell muss ich sagen, kann ich von dieser Marke das ganze Sortiment irgendwie empfehlen, weil erstens riechen die Produkte unfassbar gut und zweitens tun sie auch, also meiner Haut auf jeden Fall. Was Gutes. Also, Daumen hoch dafür kann ich nur weiterempfehlen. Dann haben wir hier von Catrice Galactic Glow. Ist ein Nagellack in der Farbe 04 Fast as Lightning. Schöne Farbe für den Sommer, spricht mich persönlich nicht so wirklich an. Auch wenn es schön ist mit diesen ganzen Glitzerpigmenten. Aber ja. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Habe ich noch nicht ausprobiert. Oben steht Cher drauf. Ist das also so ein Cher-Nagellack? Wenn ja, ganz cool. Und ja, im Sommer kann man so eine Farbe, glaube ich, mal ganz gut bringen. Als nächstes haben wir hier von Essence eine Mascara Lash Princess False Lash Effect Waterproof. Also finde ich an sich nicht verkehrt. Wasserfest ist eigentlich immer ganz gut. Ich finde das Design sehr, sehr süß gestaltet irgendwie. Ja, ansonsten, was kann ich dir dazu großartig sagen? Ist halt einfach eine Mascara, habe ich noch nicht ausgetestet. So sieht das Ganze aus. Ich glaube, sie erfüllt so wie fast jede Mascara von Essence. Ich benutze auch welche von Essence. Erfüllt auf jeden Fall ihren Zweck. Würde ich sogar glatt meine Hand für ins Feuer legen. Und jetzt kommen wir zum letzten Produkt. Ich matche ganz gut damit. Das ist von Michalski Berlin. Ein Parfum. Ich finde es, also der Flakon ist richtig, richtig schön. Einfach wieder dieses Schlichte. Ich mag die Farbe. Oben, auch hier auf dem Deckel, befindet sich MM. Ja, wer kennt den Namen nicht? Ich feiere ihn als Person. Sehe ihn auch gerne im Fernsehen und generell muss ich aber sagen, mir gefällt der Duft von Moschino, also die Parfümprobe, besser, denn der hier ist ziemlich
blumig, also dieses Florale sticht sehr raus. Und es geht auch in diese orientalische Richtung. Und Frucht soll auch enthalten sein. Also ich finde ihn sehr stark blumig. Das ist so gar nicht meins. Aber trotzdem an sich ein schöner Duft. Wer auf dieses orientalische Florale steht, ist hiermit definitiv gesichert. So, und das war es auch schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schreib mir doch gerne mal unten in die Kommentare, welches Produkt dir am meisten zugesagt hat, ob du eventuell schon eins getestet hast. Wenn ja, schreib mir, ob es gut war oder nicht. Ansonsten, wie gesagt, Däumchen wäre ein Träumchen. Und ja, falls du mich noch nicht abonniert hast, würde ich mich auch darüber freuen. Immer dran denken, es ist kostenlos. Ansonsten war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.